Ich habe trotz meiner Sehbehinderung sehr viel positive Erfahrungen machen dürfen. In Gesellschaft, im Privatleben, in Freizeit und Sport. Und durch diese Schirmherrschaft möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass es Menschen mit Behinderung ähnlich geht wie mir. Sebastian Schäfer aus Goldbach ist Nationalspieler im Blindenfußball. Er hat die Schirmherrschaft für das Kunstprojekt Nimm Platz von Caritas und Bistum Würzburg übernommen. Bei dieser Aktion sollen Menschen mit Behinderung einen Holzstuhl künstlerisch gestalten und damit zeigen, wie sie ihren Platz in der Gesellschaft sehen. Bei der Umsetzung ihrer Ideen sind die Behinderten völlig frei. Sie können die Stühle bunt bemalen, mit Stoff überziehen oder nach Lust und Laune Hammer und Säge schwingen lassen. Schirmherr Sebastian Schäfer wird keinen eigenen Stuhl gestalten, weil er als Jurymitglied die besten Kunstwerke mit auszeichnet. Aber eine Idee, was er mit seinem Holzstuhl machen würde, hat er trotzdem. Mein Stuhl würde so aussehen, dass derjenige, der auf diesem Stuhl Platz nimmt, meinen Platz in der Gesellschaft einnimmt. So auf diesem Stuhl zu sitzen, als hätte er selbst die Behinderung, beispielsweise durch eine Schwarzbrille, sodass er auf diesem Stuhl sitzt und plötzlich seine Außenwelt nur noch über andere Sinne als den Sehsinn wahrnehmen kann. Ziel der Aktion ist es vor allem, für eine inklusive Gesellschaft zu werben. Was die Organisatoren von dem Platz unter Inklusion verstehen, erklärt Friedrich Merkt, Referent für Blindenseelsorge bei der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Integration beinhaltet eben, dass eine Gruppe ausgegrenzt wird, die dann wieder in eine größere Gruppe integriert werden soll. Inklusion greift im Ganzen vorne weg. Man sagt einfach, es soll gar nicht erst zu einer Ausgrenzung kommen, sondern alle Menschen in einer Gesellschaft sind verschieden. Jeder hat andere Bedürfnisse. Es ist aber nur eine Gruppe, eine Gesellschaft, in der alle mehr oder minder zusammengehören. Und es gilt dann eben, auf diese speziellen Bedürfnisse innerhalb von der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen, dass eben keine Gruppe ausgegrenzt wird. Bis zum Ende des Jahres können sich Menschen mit Behinderung als Einzelteilnehmer oder in Gruppen bis zu 10 Personen um einen Stuhl bewerben. Für die schönsten Kunstwerke schüttet der Caritasverband dann Preise im Gesamtwert von 5.000 Euro aus. Ausgewählte Stühle werden dann an verschiedenen Orten in ganz Unterfranken ausgestellt. Bischof Dr. Friedhelm Hofmann freut sich jetzt schon auf die Ideen der Teilnehmer. Zum einen halte ich es für sehr gut, dass Menschen mit Behinderungen, die oft sehr kreativ sind, aufgefordert werden, ihre Befindlichkeiten, ihre Wünsche auch durch eine solche Aktion sichtbar zu machen. Das Zweite ist, dass wir selber sensibilisiert werden für die berechtigten Wünsche behinderter Menschen. Schirmherrin ist Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Sie will sich dafür einsetzen, dass die kunstvollen Stühle dann auch im Bayerischen Landtag in München zu sehen sein werden. Für sie hält das Motto der Aktion »Nimm Platz« eine wichtige Botschaft für die ganze Gesellschaft bereit. Dass wir jeden Menschen in unserer Gesellschaft, egal mit oder ohne Behinderung, Platz anbieten. Und zwar neben uns, ganz, ganz nah neben uns. Und das kann man ja gar nicht besser ausdrücken. Hier ist ein Stuhl und da ist Platz für dich.